Hallo zur neuen Folge von Reptil TV. Mein Intro-Tierchen heute, ich glaube, die kennt ihr schon, oder die Insider von euch kennen es, ein Albino Mississippi Alligator. Bin ich absoluter Fan davon. Traumhaft schöne Tiere mit der, also Krokodile sind schon super schön, aber ein Krokodil in Gelb-Weiß ist für mich der Inbegriff von Ästhetik. Deswegen den heute als Intro-Tierchen, beziehungsweise nicht nur deswegen. Der ist heute auch gut geeignet. Wir haben hier einen, ihr seht, ich stehe im Freien. Es ist ein Spätsommertag, beziehungsweise ein Herbsttag haben wir hier. Wir haben knapp 20 Grad. Die Alligatoren kommen ja aus Nordamerika. Die kommen aus Gegenden, wo es im Winter sogar mal ein bisschen schneien kann. Deswegen hat der Süße hier kein Problem mit diesen kühlen Temperaturen, hält die gut aus. Deswegen hat er sich auch perfekt als Intro-Tierchen heute angeboten. Um was es heute geht, sind allerdings nicht die Krokodile, sondern ich kriege immer wieder Mails von euch. Da heißt es, Stefan, zeig uns mal M&S-Reptilien, mach mal einen exklusiven Rundgang mit uns. Und genau das wollen wir heute machen. Wir gehen mal durch. Ich zeige euch alles hier. Ich zeige euch, was wir so querbeet wegen an Tiere da haben, was wir an Zubehör da haben. Die Räumlichkeiten will ich euch heute alles mal zeigen. Also kommt heute eine Folge mit exklusiver Rundgang durch M&S Reptilien. Hier gleich im Eingangsbereich, sozusagen der große Bruder von dem hier. Wobei, das hier ist ja ein Mississippi-Alligator. Hier haben wir unseren Charlie, Breitschnauzen-Kaiman. Kann ich gerade mal ihn aufmachen. Das kann er nicht leiden, da kommt er gleich. Das ist der Charlie, wie gesagt, ein Breitschnauzen-Kaiman. Er wird von hier als immer gefüttert. Ich glaube, deswegen denkt er, es gibt was zu fressen. Wie gesagt, ein Breitschnauzenkaiman, den habe ich seit 25 Jahren schon. Das ist hier so ein Schautier. Den habe ich mal vom Dr. Brock, also die Krokodil-Insider kennen den Dr. Brock natürlich. Das war der deutsche Krokodilpapst. Der hat mir mal überlassen vor, ja, wie gesagt, über 20 Jahre schon her. Und seither habe ich den hier. Ist wegen so die, ja, wie gesagt, wegen so Schautierchen, schön im Eingangsbereich zum wenig zeigen. Und der fühlt sich hier ganz wohl. Wenn wir Glück haben, habe ich jetzt auch ein Weibchen für den gefunden oder sogar zwei Weibchen. Wenn wir Glück haben, können wir jetzt demnächst zu zwei Weibchen in die Tschechei bringen. Dann kann er sogar auf seine alten Tage noch mal paaren. Genau, alten Tage. Viele fragen, wie alt ist denn der? Also ich habe ihn vor 25 Jahren gekriegt, da war er schon genauso groß. Also ich denke, der ist bestimmt schon ca. 60 Jahre alt und noch bester Gesundheit. Hier im Eingangsbereich wieder die Insider von euch kennen vielleicht den Background. Das war früher unser Hintergrund für die ersten Reptil-TV-Folgen. Die haben wir immer hier gedreht. Aber eigentlich ist hier unser Nagerverkauf. Ne? Hier Mäuse, Ratten werden hier zum Verkauf angeboten. Und eben hier haben wir so große Terrarien, wo wir irgendwelche großen Boiden drin haben, die auch zum Verkauf sind. Also nicht als Zuchttiere, sondern einfach Verkaufstiere. Kann auch keiner sagen, er wüsste nicht, wie groß die Tiere irgendwann mal werden. Da sieht jeder gleich, dass es auch Netzpython mit 4,5 Meter oder sowas gibt. Und das ist so unser Eingangsbereich hier dann. Hier haben wir einen hübschen Schwung Anacondas in dem großen Becken. Hab ich jede Menge so halbwüchsige gelbe Anacondas bekommen. Die kann ich euch gerade mal noch zeigen. Das Tolle, also wer sich mit Anacondas auskennt, normal sind die ja echt voll garstig, aber die sind echt erstaunlich brav und lieb. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch, oder die? Also richtig hübsche, schöne Tiere, ne? Anacondas liegen natürlich gern im Wasser. Das ist bei denen normal, also nicht, dass jemand gleich denkt, oh, die haben bestimmt Milben, die liegen im Wasser. Anacondas sind so wasserliebend. Die eine hier muss ich euch mal noch zeigen, die ist noch deutlich heller. Also echt, natürlich wirklich schöne, schöne hübsche Tiere. Das sind die gelben Anacondas, ne, die kleinbleibenderen. Das hier ist so ein, die sind jetzt so zweijährig, die Tiere, also recht gut gefüttert. Vielleicht sind sie auch deswegen so brav. Eigentlich schon recht groß für zweijährige Tiere.
Hier haben wir wegen so unsere Bücherabteilung-Ecke, Zeitschriften. Läuft ruhig durch, kein Problem. Früher hat man, war Bücher das Ding schlechthin, da gab es ja kein Internet und Reptil-TV und YouTube und was weiß ich was. Da haben die Leute noch Reptilienbücher gelesen. Da haben wir jede Woche wirklich hunderte Bücher rausgeschickt, weil die Leute froh waren, was über Reptilien lesen zu können. Jetzt leider geht jeder ins Internet und informiert sich übers Internet. Trotzdem mein Appell, Leute, kauft und lest Bücher. Das ist wirklich toll und schön und spannend. Hier ein bisschen die Vitaminabteilung. Hier die Kiddies, ist natürlich auch immer, finde ich cool, wenn die Kids, die kommen regelmäßig, bisschen gucken, mal ein bisschen auch mal ein Tier vielleicht anlangen oder so. Das ist so der Terrarianer-Nachwuchs. Genau, jetzt haben sie hier einen Adam überzeugt, dass sie irgendwas vielleicht mal anfassen dürfen. Finde ich auch toll und wichtig. Und jetzt zeige ich euch Richtung Tierbereich. Hier hinter mir so der Beleuchtungsbereich. Hier die Merchandising-Sachen, Futterinsekten. Die schönen roten Schilder, Vorsicht freilaufend. Einmal umdrehen, Flo. Hier läuft natürlich immer Reptil-TV. Also wenn ihr mal einen gechillten Nachmittag Reptil-TV gucken wollt, kommt ihr bei uns vorbei. Könnt ihr hier 3 Stunden lang Reptil-TV im Stück gucken. Da läuft es in dem Fall die Kroatien-Folge ist das, gell? Natürlich die ganzen diversen Bodensubstrate nehmen auch einen Haufen Platz weg. Wasserschalen in allen Formen und Farben. Hier hinten ist noch wegen so diverses Zuchtmaterial. Ganz gute Gelegenheit hier diese Eigitter, die neueste. Ich glaube, ich habe es schon mal irgendwo vorgestellt in der Technikfolge. Die sind gut. Da kann man, wenn man so auf dem Wasser trockenbrütet sozusagen, legt man die Eier drauf, unten drunter Wasser, dann liegen die Eier trocken. Dazu die Gitter, die haben wir relativ neu, finde ich ein cooles Equipment. Und dann gehe ich mit euch in den Reptilienbereich. Noch vorher ganz kurz hier das ist wegen die nicht so schöne Ecke, ich zeige sie euch trotzdem. Das braucht man natürlich alles hier, das sind die gebrauchten Boxen, die werden gespült, desinfiziert. Da fällt natürlich jede Menge an, ist ein permanenter Kreislauf. Wenn wir sie auswechseln oder die Mitarbeiter sie auswechseln, kommt das Zeug auf den Kompost. Die mehr oder weniger dreckigen Boxen werden hergestellt. Und dann haben wir hier 1-2 Leute, die machen eigentlich die ganze Woche nichts anderes, wie hier Boxen spülen und desinfizieren. Auch das ist Teil von M&S Reptilien. Aber jetzt gehen wir zu den Tieren. Hier sind wir in unserem Tierraum 1 oder wegen so der Haupttierraum eigentlich. Gleich hier mal die Boxen hier ansprechen. Das wisst ihr von anderen Folgen. Wir sind definitiv oder ich bin überzeugt, dass das eine gute Sache ist. Also wir verwenden in dem Sinne keine Rex, aber wir haben diese Kunststoffboxen. Für uns gute hygienische Sache. Wir können jedes Tier einzeln halten. Man kann an der Box selber schön dokumentieren, wie sie fressen und so weiter. Das ist für uns wirklich wichtig, entspricht auch den Haltungsrichtlinien hier mit 0,7 mal Körperlänge und so weiter. Also dazu stehe ich. Da werden sich jetzt auch gleich wieder einige drüber ärgern und sagen, na, wie kann man nur mit den Boxen, aber dazu stehe ich. Was wir natürlich auch noch haben, sind viel so Glasterrarien wie in den guten alten Terrarianerzeiten. Hier haben wir gerade hübsche Badergarn, die muss ich euch mal zeigen. Die sind super schön, super schöne rote Badergarmen hier. So ist hier eigentlich, also in dem Bereich oder in dem Glasterrarienbereich ist alles ein bisschen querbeet. Von, wie gesagt, Badergarmen. Hier sind Großkopfgeckos drin, Leopardgeckos natürlich. Hier haben wir so die Jungferngeckos. Die sind witzig, Lepidodactylus lugubris. Die haben so eine parthenogenetische Vermehrung. Da reicht ein Tier und man kriegt permanent Jungtiere. Dann jetzt gehen wir einmal im Kreis, beziehungsweise Flo, wenn du willst, gehen wir erstmal hier rein, in den
in den Schildkrötenbereich. Entschuldigung, wenn ich mich öfters räuspere oder ins Mikrofon die Nase hochziehen. Ich bin leider etwas verschnupft, erkältet, aber muss auch sein. Hier haben wir wegen unseren Schildkrötenbereich, also Landschildkröten. Wir haben nur Landschildkröten, keine Wasserschildkröten. Das sind so europäische, Testudo Hermanni Hermanni. Hier haben wir Marginata, Breitrandschildkröten. Hier haben wir einen Schwung schöner Aldabras. Noch eine vertretbare Größe. Also hier im Zwischenbereich, wie gesagt, wegen so der Landschildkrötenabteil. Und dann nehme ich euch einmal mit rundherum hier. Ah, Flo, komm zu mir. Hier Laudakia Stelio Piquea. Ich schieb grad mal auf. Auch echt absolut hübschen Kerl, muss ich euch auch mal zeigen. Also Hardun heißen, oder sagt man ja auf Deutsch dazu. Sieht man eigentlich relativ selten in der Terraristik. Schöne, hübsche Tiere. Da haben wir ein paar Theus drin sitzen, Bardagame natürlich noch mehr. Hier unten auch rote Theus. Da ist gerade jemand am sauber machen, also da gehört noch mehr rein, Wasserschale, Futter. Also wir sind heute an einem ganz normalen Besuchstag hier. Es ist hier nichts, im Prinzip nichts vorbereitet, und wir schaffen es zeitlich gar nicht, dass wir hier sagen, heute wird gefilmt und alles neu, alles frisch. Das ist ein normaler Tag, und ihr seht, es läuft Kundschaft rum. Also so sieht es standardmäßig aus, oder beziehungsweise wenn ihr hier mal guckt, dann liegen hier halt auch die Babymäuse als Futtertiere, sind hier gerade zum Auftauen. Ich nehme an, für die, hier die Theos, wo wir gerade gesehen haben, deswegen ist da alles leer, da kommen dann die Babymäuse rein, gibt es Futter, vielleicht können wir das nachher sogar filmen, wenn die Anita füttert. Hier wieder diverse Bardagamen. Die Kleinen, die Henry Larsoni, sind hier drin. Also nach wie vor natürlich Bardagamen, die mit die Nummer, oder mit den Leopardgeckos und vielleicht mit den Theus, die Nummer 1 Echse der Terraristik. Dann hier diverse Boiden. Eine riesen Dumarilli hier. Hier unten, Flo, wenn du zu mir runter kannst, hier sind Stirnlappenbasilisken drin. Da hinten hocken einige. Auch so ein Evergreen der Terraristik, Stirnlappenbasilisken. Früher, oder zu Wildfangzeiten, waren die ja echt völlig heikel. Ne? Die Stirnlappenbasilisken haben sich die Nasen eingerannt, so wie die Wasseragamen zum Beispiel auch. Und als Nachzuchten sind die ja wirklich pflegeleicht und gut zu halten. Ja, dann sind wir im Prinzip schon fast einmal rum. Hier jetzt der ganze 2017er Regius nachzuchten. Hier noch kurz zu unseren Arbeitsbedingungen hier. Wenn ihr hier mal der Thermometer, also 29 Grad, 62% Luftfeuchtigkeit. Da sind wir aber direkt neben der Türe, wo es bestimmt schon 1-2 Grad kühler ist. Also da im Raum, wo wir gerade rumgelaufen sind, wir haben immer so 30, 31 Grad Raumtemperatur. Deswegen, wir haben auch nicht, hier haben wir auch nochmal einen Thermometer, Flo, einmal drehen bitte. 31,3, 58%. Das ist das Klima, was wir hier im Raum haben. Für die Tiere perfekt. Für uns
bisschen hart, aber muss so sein, weil wir ja natürlich auch die ganzen einzelnen Behälter und Boxen natürlich nicht heizen, sondern das über das ganze Raumklima alles geschieht. Und deswegen ist der ganze Raum hier so tropisch heiß. Hier sind wir jetzt in unserer Pythonzucht, Königspythonzucht. Hatten wir auch schon in diversen Folgen gezeigt. Die Männer haben wir meistens hier in diesen Tanks. Ich zeige euch mal einen hübschen, ein Snowball. Ne? Also Snow ist ja Albino Axantik, ein Snowmännchen. Früher der erste Snowball vor 10 Jahren oder sowas, das war eine Sensation, ein Snowball. Da hat jeder drauf hingearbeitet, ein Snowball zu züchten. Das war eine Sensation. Also das sind unsere Zuchträume. Wie gesagt, hauptsächlich getrennt Männer, Mädels. Gibt es eine extra Folge drüber. Ich weiß nicht die Nummer auswendig. Vielleicht können wir es unten einblenden. Königspython Zucht. Das Ganze geht hier weiter. Raum 2 sieht genauso aus. Und da hinten kommt der Raum 3 nochmal. Hier tun wir für euch die schönsten, neuesten, hottesten Königspythonmorphen kochen, hätte ich jetzt fast gesagt, züchten natürlich. Ich finde, einer der schönsten Bereiche hier bei uns im Geschäft, aber das ist ein Bereich, wo eigentlich gar niemand hinkommt, also ihr exklusiv. Wir haben hier noch 3 so Räume, das sind wie so Wintergärten. Da oben sind UV-durchlässige Doppelstegplatten oben drüber. Jetzt von der Jalousie abgedeckt, weil die Sonne, oder wenn die Sonne reinscheint, wird es zum Teil zu heiß, dann geht die Jalousie runter. Für die Tiere ein absolut gigantisch super Klima. Die haben das pure Sonnenlicht, fühlen sich wohl. Also gerade Bardagamen, Landschildkröten haben wir hier. Hier sind Pardalis zum Beispiel in den ersten Behältern. Hier hinten haben wir Sulcatas, müssten da sein. Also heute ist wieder so ein schön sonniger Tag. Da sind die dann verkrochen. Der Nachteil von diesem hammertropischen Klima, den seht ihr hier an den Wänden. Da bildet sich Kondenswasser, das läuft dann die Wände runter. Also wir können hier alle 1-2 Jahre streichen, aber es lässt sich nicht vermeiden, dass hier einfach die Kondenswasserlinien an den Wänden runterlaufen. Also liebe Reptil-TV-Gemeinde, schaut da weg, sondern schaut auf den Tierbereich. Hier junge Bardagamen. Meine absolute Überzeugung für die Reptilien ist natürlich nichts besser wie das natürliche Sonnenlicht. Diese Lichtintensität, die Helligkeit kann man schon gar nicht hinkriegen. Was hier auch noch toller Vorteil ist, dieses extreme Klima, also was natürlich auch nicht alle, oder man könnte jetzt hier keine Königspython zum Beispiel halten, aber gerade für Bardagamen, europäische Landschildkröten, wir haben es am Tag affig heiß, wir haben 30, 40 Grad hier drin in der Sonne und nachts geht es runter, zum Teil bis auf 10 Grad und gerade diese Wüstenbewohner, die lieben das einfach und da ist das perfekt. Also auch gerade für die Theos ist dieser, also wir sind jetzt hier im zweiten Wintergartenraum, für die Theos ist das Klima natürlich auch gigantisch hier. Oder wenn die Leute mich als fragen, na, wie tut man Theos richtig überwintern, das ist eigentlich das Optimale auch fürs ganze Jahr. Im Sommer ist es wahnsinnig heiß, im Winter wird es kalt, da geht es runter bis auf 5 Grad zum Teil sogar. Aber dann gibt es auch sonnige Tage im Winter, da geht die Temperatur hier drin wieder hoch auf 20, 25 Grad. Und für die Theos ist das perfekt. Also die wollen, also man darf, ein Theo darf man im Winter nicht bei, wie so eine Landschildkröte, bei 8 Grad 3 Monate runterkühlen, sondern ein Theo braucht es auf und ab, braucht das schöne Wetter, braucht einen Sonnentag im Winter. Dann ist der perfekt versorgt. Ne? Und deswegen sind es hier auch die optimalen Theo-Räume. Ne? Ich kann euch mal hier die Theos zeigen zum Teil. Hier zwei rote Theos, die ich euch noch zeigen will. Also gerade mit diesem natürlichen Sonnenlicht hier oben bilden die auch super schöne Farben aus. Ne? Also
unter künstlichem Licht kann ich bei den Tieren fast nicht so tolle Farben kriegen, wie ich sie natürlich im echten Sonnenlicht bekomme. Ne? Hier sind wir in unserem Deko-Wurzel-Holzbereich. Es gibt natürlich jede Menge schöne Terrarien-Dekoration, sei es irgendwelche hier so Lianen, Kokosrispen, Kork natürlich, ne? Das ist ja der Klassiker in der Terraristik, so Kork in allen Formen als Versteck oder als Höhle oder sowas. Ne? Also Kork, seit ich in der Terraristik denken kann, verwendet man Kork als Tronchos oder hier so Wurzeln, Mangrovenwurzeln, ne? Auch immer super schöne Teile, also in allen Größen natürlich. Auch wenn ihr bei uns die Terrarien seht, ich bin auch ein Freund von tollen, geilen, super eingerichteten Terrarien. Es gibt nichts Schöneres wie so ein Schmuckstück im Wohnzimmer. Also wenn wir jetzt hier bei uns filmen und ihr seht, ach, die sind ja alle sporadisch eingerichtet, die Terrarien. Ihr müsst wirklich sehen, das sind ja im Prinzip Quarantäne-Terrarien, wo die Tiere einige Wochen, Monate drin bleiben, wo mir natürlich, wo die Quarantäne oder die Hygiene des A und O ist, da kommen die Tiere, sind einige Zeit drin, gehen wieder raus. Aber wenn ihr zusammen zu Hause schöne Schauterrarien euch macht, dann richtet die schön ein, richtet die natürlich ein. Es gibt, wie gesagt, nichts Schöneres wie so ein richtiges Schmuckstück im Wohnzimmer, so ein tolles Terrarium. Bin ich auch absoluter Fan davon. Machen wir auch mal eine Folge drüber. Ich habe, glaube ich, schon mal dazu aufgerufen. Wir suchen welche, die daheim lauter vielleicht super schöne Terrarien haben, dass wir da mal vor Ort filmen können, wie schön und natürlich man ein Terrarium einrichten kann. Und dazu gibt es all diese herrlich schönen Wurzeln und Sachen, um naturnahe Reptilienhaltung zu betreiben. Hier ist ein Teil der Instrumentenecke. Ne? Da gibt es solche gnadenlose Teile wie den hier, beziehungsweise in allen Größen, ne? Auch die ganz normalen kleinen Hooks. Ich denke, kein Terrarianer ohne Schlangenhaken und Schlangenequipment. Zum einen ist toll, ne? Ich glaube, jeder. Ich würde es bald mal sagen, jeder Mann, aber ne, es sind auch viele Frauen. Man hat eine Schwäche für Tools, für Instrumente, so geht es auch einem Terrarianer. Solche Sachen, wenn sie qualitativ gut sind, dann ist das einfach toll. Und denke ich auch für die Haltung recht notwendig, dass man da zumindest eine gewisse Ausstattung hat. Hier sind wir in einem Echsenbereich. Das ist hier reiner Echsenraum. Das ist von der Stella, von meiner Frau eigentlich das Revier. Zum einen haben wir hier die Albino-Alligatoren drin. Hat man gerade schon gesehen. Das sind die Kollegen hier. Ups. Hoppala, entspann dich. Dann haben wir hier vor allem die Warane, ne? Die Steppenwarane. Da kann ich euch mal ein paar tolle Farben zeigen. Nicht beißen bitte. Hey, stopp. Guckt euch diese Farben an. Also der echte. Ups, das ist immer das. Die kacken einen jedes Mal an. Ich hab euch gleich noch mehr schöne, die ich euch zeigen wollte. Also den fand ich super schön. So, auf, muss gerade mal noch suchen. Nicht so. Flo, komm mit mir ums Eck. Dann haben wir recht viele Badergarmen hier drin. Da haben wir gerade, wer sich mit Badergarmen auskennt, die muss man von Zeit zu Zeit entwurmen. Da haben wir gerade eine Wurmbehandlung gemacht, deswegen sitzen die hier alle auf Zeitung. Normalerweise haben wir sie wie die Warane auch auf diesem Holzstreu. Im Moment die Zeitung lediglich für die Wurmkur, dass man dann die Hygiene gut halten kann. Da haben wir einen ganzen Schwung aus El Salvador, kommen die sogar. Also in El Salvador werden jetzt auf Farmen werden die Badergarmen gezüchtet.
Normal, also sind die Leguan-Farmen auf El Salvador, die züchten jetzt auch Bardagamen seit jetzt schon fast 20 Jahren. Witzigerweise, ich habe den damals vor rund 20 Jahren Babys verkauft, einen gewissen Zuchtstamm verkauft, und jetzt werden die in El Salvador gezüchtet. Und da haben wir jetzt letztendlich einen ganzen Schwung voll gekriegt. Schöne, tadellose Tiere. Wie gesagt, bei Bardagamen entwurmen muss sein von Zeit zu Zeit, und deswegen die Zeitungssache. Und aber was ich euch noch zeigen will, guckt euch die Warane an. Moment, der will mich gerade auffressen. Also ein Steppenwaran im Prinzip, ne? Das ist jetzt auch so Ghost von der Farbe her. Ghost Steppenwaran. Aber also die haben zum Teil Farben grün, gelb, alles drin. Also ich bin ein absoluter Fan von diesen Ghost-Farbvarianten. Aber wenn der jetzt einen auf dicke Hose macht und natürlich auch Koten tut, die werden auch völlig zahm. Klar regt der sich jetzt hier ein bisschen auf, dass ich ihn hier anlang. Ich meine, das könnt ihr euch vorstellen, bei der Menge an Tieren, die wir haben, mir tun die nicht so viel hantieren oder fast gar nicht. Schafft man zeitlich ja gar nicht. Aber wenn man jetzt spezielle Tiere hat oder wie die Albino-Alligatoren oder so, die man dann doch öfters rausnimmt, damit sie, also beim Alligator ist natürlich wichtig, dass er schön zahm bleibt. Und binnen einer Woche sind so Tiere zahm, wenn man sie regelmäßig hantiert, ne? Aber jetzt guckt euch mal diese Farben an. Das ist auch sowas wie Ghost bzw. Pastell. Also finde ich der Hammer an Farbe, ne? Also wer den klassischen Steppenwaran die Farbe vor seinem geistigen Auge hat, der muss zugeben, dass das hier was ganz anderes ist, ne? Der Flo hat gemeint, wir sollen mit den Tieren mal noch in besseres Licht, damit man die Farben besser sieht. Der Linke hat sich so in meinen Finger verliebt, hat sich gleich mal dran festgebissen. Hoppla, jetzt kommt der andere auch noch. Das Gute ist, aua, ich wollte gerade sagen, bei den Steppenwaran tut es nicht wahnsinnig weh. Ja, mit der Zeit tut es natürlich doch weh. Was ich euch hier zeigen wollte, eben diese Farben, also die sind ja, guck mal hier im richtigen Licht, die haben ein paar wunderschöne Farben, finde ich. Also ich bin, wie gesagt, absoluter Fan. Das hier so Ghost, sagt man da dazu. Der untere, mein Beißer hier, würde ich als Pastell bezeichnen. Ja, super, super hübsch, super schön. Und so von Zeit zu Zeit beißt da immer wieder gleich ein wenig mehr zu. Also wenn wir dann hier die Filmaufnahmen beendet haben, dann hoffe ich, dass er irgendwann mal loslässt. Hier haben wir unseren Quarantänebereich. Alle Tiere, also fremden Tiere, die wir neu bekommen oder kaufen, also Schlangen in dem Fall, kommen hier in diesen Raum. Die schlimmste Angst vor uns sind immer die Milben. Die eingefleischten Terrarianer kennen es. Also früher hat man gesagt, oh, Milben hat jeder Terrarianer. Ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Also Milben sind wirklich schädlich, ernsthaften Problem, übertragen Krankheiten, schwächen die Tiere. Deswegen alles, was neu kommt, kommt hier rein. Bleibt hier einige Wochen zum Beobachten, ob vielleicht Milben auftauchen. Das ist eigentlich, wie gesagt, der Hauptaspekt. Und erst wenn sie diesen Quarantänebereich durchlaufen haben, dann kommen sie in den normalen Bereich rein. Kommen natürlich auch richtig schöne Sachen. Ich kann euch hier mal die Angola-Pythons zeigen, die wir hier bekommen haben. Ich glaube, für Python-Liebhaber ist in Angola nach wie vor ein Tier mit Mystik-Charakter. Ne? Also in den Anfängen der Terraristik war Angola-Python, das hatte niemand. Ne? Mittlerweile werden sie gezüchtet, sind gar nicht mehr so übermäßig teuer. Aber nach wie vor was man, denke ich, selten sieht und was echt einen speziellen Reiz hat, wenn der hier beißen will. Und auch hier unsere Brutapparate oder unser Brutbereich. Die Saison ist rum, also sind nur noch der und da unten ist noch einer im Einsatz. Das sind die letzten für dieses Jahr.
Können wir mal da gucken, ob irgendwas Spektakuläres kommt. Da guckt nur ein Köpfchen raus. Gucken wir mal, was wir hier. Da sind alle zu. Schade, ich dachte, dass ich euch natürlich jetzt schon noch ein paar schöne, frisch geschlüpfte Babys zeigen kann. Also hier kommt einer raus. Die Nummer 16. Aber von der Optik her nichts Weltbewegendes. Unser Kornnatter oder Natternbereich noch, hauptsächlich Kornnattern, paar hier Mexicana oder Lampropeltis, California Lampropeltis Mexicana. Aber das meiste sind eigentlich Kornnattern, was wir hier haben. Ganz wichtiger Punkt, jeder, der Kornnattern züchtet, der weiß es, wenn ich Babys habe, ich muss die alle einzeln halten. Halte ich die zusammen, gehen die einfach nicht gut ans Fressen ran. Also für die, die es noch nicht wissen, mein Tipp an euch, Kornnattern-Babys, wirklich jedes Baby einzeln halten. Kleinere Boxen, Versteck rein, Wasserschale natürlich rein und dann gehen die auch gut ans Futter. Ich kann euch hier gerade auch mal noch die ein oder andere spektakuläre zeigen. Dieses Jahr ist ja das Jahr der Palmetto-Kornnattern. Hier so eine hübsche kleine Palmetto, die sich gerade hier im Moos verkriecht. Also die Punkte, die ihr drauf seht, sind natürlich keine Milben, sondern das ist die Zeichnung. Wie gesagt, dieses Jahr das erste Mal, dass die Palmettos erhältlich sind und angeboten oder gezüchtet werden oder zu einem erschwinglichen Preis gezüchtet werden. Ne? Soweit zu unserer Kornnatter Kinderstube sozusagen. Der Vollständigkeit halber noch hier unser Außenlager. Das ganze Terraristikzeug ist natürlich alles nicht unbedingt klein oder nicht unsperrig. Da hinten noch jede Menge Streuzeug, was man braucht hier. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Links oben jede Menge Neonröhren. Falls ihr Neonröhren braucht, ich habe leider ein Riesenregal voll. Gute deutsche Arcadia-Röhren. Kauft Neonröhren bei M&S. Also so viel zu unserem Lager noch, dann habt ihr das auch mal noch gesehen und jetzt gehen wir da rein. Hier unsere Schaltzentrale von M&S Reptilien sozusagen, der Adamo an seinem Arbeitsplatz, den kennen die meisten von euch auch schon, beziehungsweise wenn sie was mit M&S zu tun haben, dann seid ihr bestimmt auch schon über den Adam gestolpert. Hier hinten am Fenster habe ich mein schönes Plätzchen. Hier sitze ich die meiste Zeit des Tages sitze ich hier und beantworte euch eure E-Mails. Das ist tatsächlich meine Hauptaufgabe, irgendwelche E-Mails zu beantworten, alle möglichen Fragen, natürlich auch Bestellungen, sonstige Dinge. Da sitze ich. So viel zu dem privaten, persönlichen Rundgang durch M&S Reptilien, ganz speziell für unsere Reptil-TV-Gemeinde. Also bleibt uns treu, schaut mal bei uns vorbei, checkt M&S Reptilien sozusagen und wenn ihr wollt, checkt meine Boards. Carly. Aber wir kriegen es schon dahin, dass die mich beißen, oder? Fürs Making-of brauchen wir auch was. Genau. Also von vorne, oder was? Sehr gern. Hier haben wir die Kamera schauen. Dann an allem rumgefummelt hast an deiner Kamera, kann man anfangen. Der Witz ist, wenn die beißen, tut es auch nicht sonderlich weh, weil die haben echt so kleine Zähne. Also selbst so eine große Anaconda, wenn die beißt, das blutet und zwickt ein bisschen, aber gar nicht sonderlich schlimm. Die Zuschauer möchten das gern sehen. Die möchten das sehen, heute nicht. Auch immer schön sauber halten. Ja, das wird jetzt einfach ein um euch das zu zeigen. Hier meine liebe Stella, die gerade Mitte in der Take reinplatzt, weil sie dringend haltet die alle einzeln. Sie fressen. Machen wir normal in dem Fall, oder? Nehme ich an. Bereich Filmen.
Deswegen noch, das ist ja Schwachsinn, nochmal, hier unsere M&S Schaltzentrale, nochmal,